Ja, ich hab mir noch schnell was zu trinken geholt. Ach, hier. Ja, moin. Willkommen zu NATO Auschwitz Base. Justin? Justin? Jetzt bewusst, ich das immer noch streame, ne? Was wusste ich nicht. Hello. Carlo. Halt dich einfach zurück mit deinen Kommentaren, dann geht er schon. Ah. Oh, du kannst doch einfach dein Maul halten, Sascha. Dann mache ich alle heute, ne? Ja. Finde ich noch? Ne, wo ist denn? Ach, da ist er. Hey, Süßer. Gut, dann erkläre ich euch mal die Sachlage. Paddy hat heute Kommando über euch. Justin habe ich mal auf die 2 gesetzt, damit er Tom ein bisschen anweisen kann. Heute geht's um CQB. Wir haben ja schon am Montag ja mit Tom das einmal erklärt, wie das funktioniert. Heute setzen wir das mal richtig in die Praxis um, was ja damals nicht ging. Und zwar ist heute die Lage, dass wir in der Hafenstadt La Rivière, nämlich im Süden, eine Hisbollah-Miliz entdeckt wurde. Wir haben dort einige Materialien gelagert und haben sich dort verschanzt im Hafenbereich. Sind wahrscheinlich erst frisch angelandet. Ihr habt als Transportmittel einen Helikopter, den ich fliegen werde, statt ja Die guten Kollegen. Hilf hier den Hilfsmittel hier, wie heißt er nochmal? Simplex. Ja, genau. Wie sieht's mit Anti-Air aus? Feindlicher? Anti-Air ist nicht bekannt, aber das sind auf jeden Fall Truppen. Ich denke, die haben vielleicht auch ein bisschen schweres MG, also sollte man nicht direkt neben denen spawnen. Wir haben Yogi dabei, wir wissen noch, wie das abläuft. Selbst wenn Anzi Air dabei ist, fliegt der Yogi mit Helikopter dahin. Also, das ist der Auftrag. Erstmal Landezone einzeichnen und ja, dann bei mir melden auf da, was bin ich? 6-0. 1, 6, 0, okay. Ja, warte, 6-0 ist ja Standardfrequenz, dann machen wir das auch so. Okay, machen wir 6. Falsche Taste. So, 6, 0. Eddie? Hier, bitte. Sind wir heute alle auf der 5-0 oder Ja, wir bleiben Boomcheck? heute erstmal auf der 5-0. Boomcheck 6-0. Sasch auf der 5-0. Echo laut, klar. Gehen wir Gyros essen? Top. Dann Paddy auf Aber der 5-0. hätten wir einen Gyros-Laden. Ja, und klar. Sehr nice. Tom auf der 5-0. Nee, habe ich nicht gehört. Doch, ich schon. Tom auf der 5-0. Nee, negativ, kann ich Lass leider dich nicht hören. nicht verarschen von dem. Ja, dann Dann geh Tom mal die und Ohren Justin. putzen. 5-0. Dann Tom und Justin, Wie bitte? macht mal Route. Und sucht euch mal eine schöne Landezone. Okay. Ja, mach mal, Tom. Ich guck mir das mal an. Tu mal, mach mal. Mach mal, Tu tu mal, mal. mach mal. Wollen wir ein bisschen fummeln? Wir wissen das Terrain. So, Fixe abgefummelt. Gespräche. Nein, nein, du fummelst dich von hinten. Okay, Das ist schade. alles gut. Wir können auch laufen, ne? Also Einen nichts dagegen. wunderschönen guten Abend. Ja, das Kannst und ruhig weiter weg so. auch. Muss jetzt nicht direkt in dem Dorf Nein, nein, sein. das ist schon klar. Ich gucke halt nur, wo man auch eine kleine erhöhte Position hat, dass man auf das Dorf ein bisschen einen Einblick hat. Ich Vielleicht findet sag man mal so, wie was. es ist. Die im Dorf sollten nicht mitbekommen, dass wir im Helikopter anfliegen. Das wäre ganz, ganz praktisch. Guck mal, du hast im Westen ein Waldgebiet, ein großes. Wenn wir dahinter irgendwo landen, wäre das gut. Ja, der hat da so Bedürfnisse, habe Das ich Dorf das ist Gefühl. auf 20 Meter Höhe und der Berg ist auf 200 Meter. Dann machen wir doch da lang. Ja, aber nicht mit mir.
Wir brauchen noch eine Sekunde. Moment, Moment, Moment. Ich muss nur den Kompanieführung, nicht so ungeduldig. Das erste Mal hier. Okay. Nicht so ungeduldig, Kompanieführung. Ganz ruhig. Ruhig Blut, Brauner. Ruhig Blut. Die Landezone hätte ich. Der gute Geier. Genau, du kannst oben auch auf LZ wechseln. Es gibt ein LZ-Symbol. Ja, dann doch mal eine gerade Linie gezogen. Mit Schiff, Steuerungsschiff. Ja, danke. Das stimmt, er ist ein bisschen unruhig. Die habe ich bei mir nicht drin, die LZ. Das Symbol. Müsste eigentlich, müsste es. Ja, und dann habe ich, kann ich halt nur Checkpoint und das Ganze auswählen. Und dann habe ich Checkpoint. Nur. Achso, nee, Checkpoint ist ganz oben. Weiter unten ist das. Ein Kreis mit LZ drin. Ja, genau. Das ist. Genau. Das ist über dem Dot irgendwo. Boah, dieses Blaue, ne? Das penetriert meine Augen. Docknet. Ach da, ja, hab's gefunden. Alles ach, gut. Klar. Findest du die Route auf jeden Fall. Boah, Alter, das Blau ist ja. Uff. Das Blau ist geil, ne? Das Blau, das brennt mir die Netzhaut weg. Nicht so schlimm. Gut. Das muss so. Das ist schön farbig. Ja gut, dann. Knallorange oder so. Gibt's leider nicht. In Pink. So, nice. Genau. Denkt dran, macht mal eure Schallis drauf, Ohrstöpsel rein. Die Brunis lassen wir erst noch drauf, bis wir Feinkontakt haben. Jawohl, Herr Oberleutnant. Nee, ich bin nur Kaplan. Ah, nee, Corporal Kaplan? Heißt das. Kaplan. Ja, immer wenn ich KPL da stehen sehe, dann sage ich immer Kaplan. Kyros. Er ist Kaplan. Ich bin der Kaplan. Auch Obacht jetzt. Obacht. Hier kein Pilotenhelm irgendwo. Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit. Oh, hier. Wir sind soweit. Ja. Ne, Freddy spielt nicht mit A, weil er kein Teil von Echo ist, und B, weil sein Rechner nicht mitmacht. Sein Rechner ist gerade kaputt. Ja. Sehr schön. Ja, dann. Gott, im Himmel, was ist das denn? Ach du Scheiße. Auf jeden Fall, Yogi, wir sind soweit. Wir können abdackeln. Ja, alles klar. Nein, jetzt, ich will hier diesen Helm, danke. Justin traut dem Braten noch nicht, aber hey. Alles klar, dann folget mir. Jo, eins folgt. So. Drei. Vier. Voilà, immer, Gyros mit Pommes und Tzatziki. In den Bus steigen. Ich bin ein Krebs, ich bin ein Krebs. Weißt du, er nimmt auch noch den fetten Brummer, weißt du? Nicht das kleinere Modell, nein, nein. Der will den ganz fetten Brummer. Wenn schon den großen, ne? Ja. Yogi, musst du irgendwas kompensieren? Das wollte ich auch gerade. Ich muss den kleinen nehmen. Okay, er will da wieder. Na, was meinst du? Ich wollte gerade fragen, ob du irgendwas kompensieren musst, weil du den großen Helikopter wolltest. Ah ne, ich fand den nur geiler. Wulst. Gesetzt. Zwei. Ah ne, hier wollte ich nicht hin. Sitze ich als Co-Pilot und wobei landest eh, ne? Ja, ich lande. Ja, dann ist auch egal. Nehmen ja keine Controls über, ne? Erstmal die Controls übernehmen. Ja, würde. Ich hab deinen Schwanz im Gesicht. Ja, dann let's go, good luck, auch wenn ich nicht alles klar. Ist das da oben da? Unter dem Motor? Das muss so. Okay, guck mir nach oder wie, ob alles sich dreht.
Oh, seid ihr alle angeschnallt bei Air Echo? Ich hoffe doch wohl. Natürlich. Dann gibt's das Essen und Trinken. Bei der Landung. Ich kann euch im Wasser tropfen, dann habt ihr was zu trinken. Bis der entgegenkommt, der entgegenkommt. Alter, aber warte ich mal weg, bevor. Überhaupt kommt. Keine Power hier. Zieh hoch, Buddy! Ja, also ja, wir fliegen. Unser Pilot Yogi ist auch bekannt unter dem Namen Yogi, Chef. Quack, Chef. Den Bruchpilot. Für Shit Off. Ich hab schon Max Power, also mehr geht nicht. Ihr seid zu schwer, also ihr habt zu viel gegessen. Ja, wir haben halt den Sasch mit seinem dicken Schlong dabei. Oh, nicht schon wieder. Das ist richtig. Der hängt runter, Alter. Ziel wieder. Könnt ihr euch runter abschalten. Jetzt gerade. Schleif. Na, einmal runter auf flüstern schon mal. Oh. Jawohl. Einmal flüstern. Was? Ich hab kein Vertrauen in den Piloten. Sehen wir mal. Sehen wir mal, wie es läuft, ne? Nur mal den Anker ein. Nein. Wir hätten doch den großen Hinfang der Türen. Naja, der hat überhaupt keine Motorkraft hier gefühlt. Gibt es doch noch eine Hausfeld hier. Yogi, du solltest bremsen. Der bremst ja schon. Dabei. Also er versucht es. Komm, Battle-Landung. Bremsen und runter. Und Sascha, da ist ein Anker. Jawohl. Anker ist rausgerollt. Wir machen nochmal einen kleinen Turn hier. Also Lima kann das besser. Ja, ich bin auch kein Lima hier, beruhig dich. Ich bin nur Hobby-DCS-Pilot, ne? Ja, aber ich dachte, wobei bei DCS fliegt man keine Helis, oder? Doch. Ich okay. Ich Apache. Ah. Ich habe mir letztens ein paar... Das ist aber wesentlich komplizierter. Ich hab mir letztens ein paar DCS-Videos angeguckt. Da haben die dann seit dem Weltkrieg Schiffe gegen einen modernen Kreuzer kämpfen lassen. Okay. That's the one. Der Kreuzer. Hat eine ganze japanische Flotte versenkt. Ja. Echo absetzen. Ja, hallo, klar. Ja, dann Echo. Echo 4 Kilo. Standby. Echo hört. Nächster Meldepunkt bei Spielpunkt Fuchs. Kommen? Ja, so verstanden. Komm. Kilo alle. Dann Echo. Gemäß Route vorwärts bewegen. Marsch. Gemäß Route Marsch. 1 geht. 2. 3. 4. Denkt dran, eure Waffe zu entsichern. Tom, denk dran, du bist zuständig für Peilung, Haltung und Geschwindigkeit. Alles klar, so verstanden. Nein, einfach nein.
Ist Privat-Talk gerade erlaubt oder eher nicht? Ja, doch, an sich schon. Muss es halt nur einen Rahmen halten. Denk dran, das kann sich theoretisch jeder angucken. Ist nichts Schlimmes. Dann nicht. Justin, hast du nächste Woche irgendwie mal einen Tag frei oder so oder Urlaub? Nein. Schade, und ganz spontan Urlaub machen kannst du auch nicht, gell? So nicht, so spontan, ne. Schade. Krank machen? Nein. Dann fahr ich alleine nach Polen. Ja. Du willst doch nur keinen Sprit bezahlen. Digga, meiner verbraucht doch nichts. Das ist nicht das Schlimme, aber es ist einfach geil, wenn jemand Zweites dabei ist. Meine Frau ist ja in Tschechien, in Prag. Bisschen rechts schwenken, 100 Grad. Das war links? Ja, sorry. Nee, soll er mal nicht weiterkommen. Halt, weil Kant erreicht. Zwei. Drei. Vier. Das heißt, erst wir beide und dann die anderen beiden. Okay. Ich würde jetzt da über diese eine da hinten weitergehen. Genau. Ja, such dir einfach den sichersten Weg zur Straße und dann überspringen wir die einfach. Alles klar. Wie gesagt, immer möglichst viel Deckung nutzen. Am besten gehen wir jetzt auch geduckt mal weiter. Okay. Dann geduckt Richtung 160 Grad. Eins geht. Zwei. Drei. Vier. Tom, mach mal halt. Ja. Aber vor uns ist jetzt keine Deckung mehr, deswegen würde ich sagen, dass wir ab hier springen. Okay. Da vor uns keine Deckung, würden wir jetzt zu den Steinen vor uns auf 150 Grad springen. Dann 1 und 2 vor, 3 und 4 folgen, sobald ihr angekommen seid. 1 somit. Teiltrupp 1 fertig machen zum Sprung. Ready. Sprung auf, Marsch, Marsch. Und dann sprinten. Ja, genau, perfekt. Jetzt so ein bisschen links und rechts gucken.
uns mal an den kleinen Stein hier vorne halten und dann können die anderen kommen. Am kleinen Weil dann haben wir Stein. immer noch die Straße im Blick. Jetzt sagt. Teiltrupp 1 steht. Check. Teiltrupp 2 bereit machen zum Sprung. 4. Sprung auf Marsch, Marsch. Dann Echo weiter. Okay, Richtung 160 Grad in Marsch 1 geht. 2. Na, bleib mal geduckt, Tom. Okay, geduckt. 2. 3. Jetzt haben wir ja vor uns eine relativ gute Deckung. Jetzt kannst du Paddy vorschlagen, dass wir einmal Halt machen und das 1 und 2 vorgehen zum Spähen. Dann bleiben die nämlich im Hintergrund ein bisschen. Echo Halt. Paddy für Tom. Ja. Hier ist eine gute Deckung. Ich würde vorschlagen, 1 und 2 geht vor zum Spähen und berichtet. Ja, machen wir so. Gut, ja, lass uns vor. Schön langsam. Mal gucken, wenn wir gleich da. Lass uns mal da runtergehen. Dass wir möglichst Steine im Hintergrund haben, dass wir nicht Skyline. Weißt du, dass wir unsere Konturen so ein bisschen verwischen und nicht jetzt direkt oben auf dem Berg stehen. Paddy für Tom, kommen. Paddy hört. 1 und 2 haben Spähposition erreicht, spähen jetzt Lager aus. Kommen. Ja, so verstanden. Soll ich dich jetzt Kilo oder Fox nennen? Kilo. Kilo für Echo kommen. Kilo hört. Haben Spähposition Fuchs erreicht. Fettrupp 1 hat jetzt das Spähen begonnen. Komm. Wunderbar, dann informieren Sie, wenn Sie weiter vorgehen bzw. angreifen. Kommen. Ja, so verstanden. Echo Ende. Hört. Melde Mörser auf Peilung 119. Entfernung 924. Steht, wenn du, da du ja ein bisschen von uns weg bist, steht genau im Innenhof. Ah, mhm. Ich überlege gerade, was man als Artillerie oder Mörser nimmt. Klick mal Infanterie durch und ich glaube, da müsste auch irgendwie was bei sein. Ansonsten machst du einfach eine Infanterie oder irgendwas Stationäres. Ist unter Infanterie, ja, genau, Einzelschütze, die, Mörser. Na, ja, danke für die Info, die ich gerade gefunden.
Ja, ist eingezeichnet. Eins für drei kommen. Drei hört sie kommen. MG-Stellung entdeckt. Neben Mörser Richtung Süden ausgerichtet. Peilung 120, Entfernung 925 Meter. Mal kurz zur Information, wir haben nördlich des Dorfes Mörsereinschläge oder Artillerieeinschläge. Ja, verstanden. In welche Richtung schaute das MG? Richtung Süden. Ist eingezeichnet, einmal checken. Passt. Zweite MG-Stellung, selbe Ausrichtung, selbe Peilung, aber mit 890 Meter Entfernung. Eingezeichnet. Passt nicht ganz. Auf C-Tip erkennbar, schwarz eingezeichnet, kleiner Container. Dort links daneben steht MG. Einfach 10 Meter westlich von dem Container. Ist so ein schwarzes Rechteck. Ja, ist das der Einzelne, der noch in dem Innenhof steht? Ja, genau, der ist genau links von dem ersten MG. Passt perfekt. Seht ihr denn noch was Schönes? Drei für eins kommen. Hört. Auf Zufahrtsstraße von Ortschaft zum Hafen, 4 Mann Patrouille. Am besten immer mit Entfernung und Peilung. Ja, Paddy, die patrouillieren genau von der T-Kreuzung runter die Straße. Also einfach auf der kleinen Zufahrtsstraße, die da ist zum Hafen. Wie viel Mann? Vier.
Stimmt so? Ja, mach mal Richtung Westen ausrichten. Dann passt das besser. Fehlschuss, Entschuldigung. Jo, perfekt. Drei für eins. Hör. Im Innenhof beim Mörser, Peilung 120, Entfernung 925 Meter. Ein Technical unbewaffnet und ein Technical bewaffnet. Unbesetzt. Motorized oder mechanized? Das steht meistens, wenn du da drüber hoverst, steht das da rechts neben. Ich glaube, Motorized ist APC und Unprotected Vehicles sind diese Technicals. Ja, ihr habt halt nur gesagt. Ach so. Ein Technical ist meistens unarmored. Unarmored. Ja, sei gezeichnet. Wenn ihr aus dem Winkel nichts mehr seht, dann suchen wir uns einen neuen und gucken nochmal von dort. Ja, Standby. Scan gerade die Umgebung, ist ein bisschen viel. Eher gesagt weitläufig. Touch, touch. Was denn? 1 für 3 kommen. Einfach nur so. Hört. Ihr könntet zu uns aufschließen, damit wir nochmal eine weiter vorgelegte Overwatch-Position beziehen könnten, um bessere Einsicht zu kriegen. Kommen. Ja, so verstanden. Wo befindet sich die nächste Overwatch-Position für euch? Komm. Circa 50 vor uns bei festen Steinen. Also verstanden. Ich zeichne ein. Dann, Sasch, gehen wir mal zu denen. Jawohl. Jetzt hänge ich fest. Nächste Overwatch-Position ist genau Fuchs. Alles klar. Ihr könnt los. Warte mal kurz. Paddy? Mhm. Sag mal, wir sind ja jetzt gleich doch ein bisschen weiter weg von euch, dass du noch einmal, dass du mal Yogi durchgibst, dass er irgendwo mal, weiß ich nicht, da hinten am Leuchtturm oder so, mal einen Typen hinsetzt, dass wir nochmal das üben. Mit Referenzpunkten. Alles klar. Dann erkläre ich Tom gleich, wie das geht.
Alles klar. Okay, lass mal weiter. Okay. Eins geht. Oder einfach ein leeres Auto oder sowas, irgendwie sowas. Yogi, kannst du mal ein Fahrzeug, Mannequin, was auch immer, an einen der Referenzpunkte so hinstellen zum Referenzpunkt, dass Tom das nochmal üben kann? Meinst du jetzt ein Fahrzeug, was im Objective steht? Nö, einfach irgendwas random. Einfach etwas, was aufgeklärt werden muss, aber anhand des Referenzpunkts am besten. Ah ja, alles klar, dann fahre ich mal eben mal schnell was. Eins für drei kommen. Gehört. Wir haben neue Overwatch-Position erreicht und scannen jetzt Gelände. Kommen. Naja, so verstanden. Lol, Sasch. Eins für drei kommen. Hört sie. Markant Kirche im Dorf an der südlichen Ecke, südöstlichen Ecke, Fahrzeug mit, sorry, korrigiere, südwestlichen Ecke. Fahrzeug mit Infanterist. Noch auf dem Kirchengelände oder außerhalb? Außerhalb davor auf der Straße. Südöstlich. Südwestlich. Ja, okay. Was für ein Fahrzeug? Ein Geländewagen unbewaffnet. Infanterist ist bewaffnet. Der hat gerade einen Reifenwechsel. Oder der macht gerade einen Reifenwechsel. Stimmt das so? Ja, das passt super. Wäre mir neu, dass man einen Reifenwechsel mit einer AK macht, aber hey. Der neue Schraubenschlüssel.
Alt und bewährt. Eins für drei kommen. Hört. Habe noch ein Landungsboot mit Infanteristen entdeckt. Peilung 119 von meiner Position. Markant am Ufer vor dem Hafen. Der Kaimauer. Also korrigiere, das ist ein Schlauchboot. Ja, das ist, während ihr die Position gewechselt habt, ist das angefahren gekommen. Ich wollte es euch nur nicht wegnehmen. Wir haben es tatsächlich gar nicht gesehen, weil vor uns die Steine waren. Aber wie zeigt man denn ein Schlauchboot ein? Ist es ein Unknown? Da es ja keine Markierung für Boote gibt, würde ich das auch als Unknown machen. Zur Info, der Infanterist läuft jetzt Richtung MG-Stellung. Ja, Markierung passt vom Schlauchboot. Oh, da wird geballert. Kein Beschuss auf uns. Infanterist vom Boot hat in die Luft geschossen. Eins für drei. Hört. Infanterist ist in die Lagerhalle markant mit Markierung Hezbollah reingelaufen. Alles klar. War das einer von denen der Patrouille oder ist nochmal ein Einzelner? Das ist ein Einzelner, das war der vom Schlauchboot. Ist markiert. Drei, vier, zwei. Hört. Ja, Spielauftrag abgeschlossen und sehen jetzt keine weiteren Gegner. Ja, so verstanden. Treffen wir uns an Punkt Fuchs, überlegen dann weiteres Vorgehen. Beziehungsweise ihr könnt jetzt schon planen. Dann, Sascha, lass uns mal zu denen aufschließen. Echo für Kilo kommen. Jawohl. Echo hört, komm. Hier ist Ihr aktueller Status. Wann dringen Sie vor? Kommen. Haben soeben unseren Spielauftrag abgeschlossen. Treffen uns jetzt gemeinsam auf Fuchs, weil wir uns kurz getrennt haben. Überlegen dann vorgehen, würde mich melden, wenn wir reingehen. Komm. Verstanden. Ich warte auf Meldung. Kilo. Sascha, geh mal auf Marsch, Marsch. Vier.
Also fürs CTAP ist die blaue Linie unpraktisch, weil ihr auch blaue Punkte seid. Man sieht euch fast gar nicht. Okay. Welche Farbe hättest du denn gerne? Gelb? Ja, meinetwegen. Geht auch grün. Und doch. Hallo. Also, Kike, wie gehen wir denn da rein? Wir können hier runter. Safe, hier sind ganz viele Büsche. Ja. Da unten müssen wir dann halt mal gucken, dass wir irgendwie die Steine mitnehmen und dann ist da vorne so eine Halbmauer. Dass wir an der Halbmauer lang in die kleine Senke da rein und dann an die Steine. Und da würde ich sagen, dass das erste Gebäude das gelbe ist. Das zeigt das, was so ein bisschen einzeln da steht, wa? Ja, oder wir fangen halt schon an zu schießen, wenn wir an den Steinen sind irgendwie. Müssen wir mal gucken, wie wir die Leute da unten sehen dann. Ja, wo die halt gerade stehen, ne? Die laufen halt ein bisschen. Ja, und müssen halt oft auf den scheiß Mörser aufpassen da unten. Ja, das ist richtig. Ja, dann gehen wir erstmal ein bisschen Stein. Dann können wir nochmal pieken, wie die gerade stehen. Und dann können wir uns das nochmal überlegen. Wobei ich glaube, wenn wir schon in der Zone sind, kann der Mörser auch gar nicht mehr auf uns schießen, weil das viel zu nah für den Mörser ist. So Ja. dicht dann kann er gar nicht schießen. Ja, guck mal. Also gehen wir erstmal ein bisschen den Stein da vorne, wo du sagtest, an der Senke vorbei. Dann können wir uns da richtig positionieren, um die im besten Fall alle vier gleichzeitig auszuschalten. Alles Klärchen. Dann, Dom, du gibst das Tempo und die genaue Wegfindung vor. Alles klar. Ich würde jetzt empfehlen, dass wir da jetzt nur noch geduckt hingehen. Ja, Gar nicht ich mehr gehe jetzt auch. stehen, um. Ja. Also, dann Richtung 115 Grad, geduckt in Marsch. Eins geht. Zwei. Drei. Lass mal ruhig ein bisschen mehr Spacing, weil hier kann uns der Mörser ja theoretisch noch, ja. Marsch, Marsch. Ich springe 2, 3. Echo halt, Ende der Deckung. So. Ja, wir können dir nimm Drei. einfach alle Bäume mit, die du so auf dem Weg siehst. Und wenn wir eine kleine Freifläche haben, überspringen wir. Ja. Genau. Und wenn eine Freifläche ist, einmal halt und dann überspringen. Dann Richtung 90 Grad geduckt, Marsch, Marsch, mir nach. Drei. Echo halt. Ich würde jetzt als Sprungziel tatsächlich schon die Halbmauer nehmen. Wieder vorne auf Peilung 1 und 6. Das ist zwar eine große Entfernung, allerdings können die beiden hinter uns auf der Fläche ziemlich gut abdecken. Deswegen passt das eigentlich. 1 für 3, 3 für 1. Hört. Vorschlag jetzt überspringen bis Halbmauer auf 1
0,6 Grad. Ja, machen wir so. Echo 4 Kilo kommen. Kaltrupp 1, fertig machen zum Sprung. Echo hört. Komm. Sprung auf, Marsch, Marsch. Der Helikopter hat sich erstmal zurückgezogen aus logistischen Gründen. Wenn sie einen brauchen, nachher müsst ihr nochmal frühzeitig anfordern. Kommen. Ja, so verstanden. Und für Sie zur Info, wir gehen jetzt langsam an das Zielgebiet heran, suchen uns eine günstige Position zum Eindringen. Kommen. Kilo so mit. Machen Sie vorsichtig. Ja, ist schon ziemlich gut Deckung hier durch die Büsche. Passt. Kaltrupp 1 steht. Kaltrupp 2, bereit machen zum Sprung. Ja. Yeah. Sprung auf Marsch, Marsch. Hm? Habt ihr gesehen, was das war? Schüsse aus der Stadt. Ich vermute, dass das der Mörser war. Ja, war der Mörser. Ist irgendwo im Nordosten, nee, wo schlägt denn das bitte ein? Im Norden? Ja, die schießen schon die ganze Zeit im nördlichen Bereich irgendwie mit dem Mörser. Da, wo 2 steht. Okay. Gehen wir wieder zusammen weiter. Guck mal, wir haben da vorne ganz viel Büsche und dann kommt auch schon die Steine. Nein, wir laufen jetzt einfach da und dann da runter, oder? Ja, genau. Ja, ja, passt. Genau. Ja, dann machen wir das. Dann auf. Richtung 110 Grad, auf geht's, Marsch, Marsch. 2 3 4 Messereinschläge kommen näher, aber ich denke mal nicht, dass sie unsere Position haben. Bisschen weiter rechts reinbiegen, schon mal in die Büsche rein. 1 2 4 Wie Justin schon eben sagte, je näher wir eben jetzt kommen, desto weniger kann auf uns schießen. Ich glaube, sobald wir echt am Hafen sind, kann er gar nicht mehr auf uns schießen, weil es zu nah ist. Ich glaube mal, dass er hier schon schwer sich tun wird. Ich glaube, das Ding hat irgendwie ab 1000 Meter oder so. Alles andere wäre nur Selbstmord. Hey du musst es nur einen Verrückten einreden, ne? Kannst den Mörser auch auf die Schulter nehmen. Okay, Compound jetzt vor uns. Echo halt. 2 3. Das war nah. Ja. So. Ich würde sagen, wir teilen uns auch auf. Ihr beide geht ein bisschen weiter links rum. Ja. Gebt uns ein bisschen Flankenschutz. Wir beide gehen ein bisschen rechts rum, sodass wir die von zwei Seiten dann angreifen. Die von der linken Seite drauf und wir direkt
frontal auf die rein. Ich würde sagen, wir gehen da an die Mauer vorne, wo auch das die Tür ist. Also wir beide. Ja. Weißt du? Dass ihr rechts am Haus und wir links. Achso. Weil sonst hätte ich gesagt, von links von der Mauer und wir gehen halt ja, von da. Ja, dann geht ihr, dann macht ihr, genau, dann macht ihr halt die Öffnung der Mauer und wir gehen rechts um die Container rum. Ja, würde ich sagen. Alles klar. Dann selbstständig verlegen. Auf geht's. Sasch, du kommst mit mir, ne? Jawohl. Da drüber ist halt. Patrouille in Sichtfeld. Ablegen, ablegen. Hier. Patrouille hat uns, glaube ich, gespottet. Feuer kann man aufnehmen. Minus 1. Minus 2. Okay, 2 müssen noch über sein von der Patrouille. Wechseln auf Helm. Minus 3. Einer fehlt noch. Alles klar. Tom, wir gehen jetzt weiter an die Mauer. Paddy, könnt ihr ein bisschen die Straße Richtung runterdecken? Ja, wir gucken kurz in das Haus hier rein, nicht, dass einer im Rücken dann ist. Jack, wir kommen jetzt runter. Bist du bereit? Oh. Okay, 3, 2, 1. Zwei Türchen haben wir. Okay, dann das andere Räumchen noch. Okay, das war's. Ist clear. Schütze bekämpft auf Stein, Peilung Ost. Haus clear. Ja, unser Haus auch. Gucken jetzt die Straße runter. Wir sind jetzt im Innenhof hier. Innenhof sauber. Sind jetzt links von euch, Paddy. Auto, Fahrzeug. Auto. Ist der Fahrer von eben. Ja, das ist der von der Kirche. Sasch, guck mal, ob du hier von der Keimauer aus noch was siehst. Ich hab's schon mal zur Keimauer geschickt, der guckt mal, was er was sieht. Wie wollen wir vorgehen? Wollen wir die Gebäude klären nach und nach, oder? Ja, aber nur kurz reinpieken, gucken, wenn da nichts zu hören oder zu sehen ist, dann direkt weiter. Check, dann würden Tom und ich jetzt einmal das Gebäude im Osten von uns klären. Genau, ihr könnt ja die linke Seite der Straße, wo ihr jetzt seid, wir nehmen die rechte Seite der Straße. So weit, ja, check. Alles gut. Alles klar. Gut, dann sichern wir jetzt die rechte Seite der Straße, wo wir jetzt sind, und die machen die linke Seite. So, verstanden. Okay, alles klar. Gern eindringen ohne. Bereit? Zwei Fallen ausgeschaltet, haben ja, einen dicken Brummer gefunden. Mit 8 Rädern. Ja, check. Ich mach grad mit Tom mal ein bisschen CQB. Gebäude sauber. Kilo für Echo kommen. Kilo, ja. Gucken, ob Intel sind. Wir haben jetzt begonnen, auf das Hafengelände einzudringen, haben die ersten Gebäude geklärt, sind auf CTAP markiert. Ja, wir gehen jetzt wieder aus dem Gebäude raus und haben gehen über Norden in einem Gebäude der ran. Längeren Lagerhäuser ein mechanisiertes
Fahrzeug gefunden. Frage, können wir dieses nutzen? Komm. Erstmal stehen lassen, wir wissen nicht, ob das noch gesichert ist. Waren irgendwelche Truppen drumherum noch? Kommen? Ja, ich gehe davon aus, das war die Crew, drei Mann. Komm. Ja, verstanden. Wir organisieren eventuell einen Transport, um das Gerät zu analysieren. Bis auf weiteres okay. Erstmal auf CQB forcieren. Kommen. Ja, so verstanden. Wir gehen weiter durch. Echo Ende. Sascha, hast du geguckt, ob da was drin ist? Ja, nur Waffen, Munition und so, aber nichts Mittelmäßiges. Steht ihr am Jeep? Negativ. Dann gehen wir weiter. Feind bekämpft am Technical und Static MG auch bekämpft. Denkt aber daran, dass im weiter von euch aus im Osten ist noch da oder sollte noch da sein. Sascha, komm mal zu mir, vielleicht können wir vom Haus aus. Beschuss aus Gebäude, aus eurer Peilung Richtung Nord. Ich bin getroffen, minus ein. Ein Feind ausgeschaltet. Beginne Verarztung von mir. Bin wieder fit. Habe zwei Feinde auszuschalten im Gebäude. Check. Das könnten die gewesen sein, die auf euch geschossen haben, oder? Ja, das ist korrekt. Das ist genau das Gebäude im Süden von uns. Ihr seid jetzt da drin. Ja, genau. Oberstock, war noch einer? Von uns ist schon einer drin, da sehe ich das Gewehr rauslugen. Oh ja, alles klar. Direkt rechts rum. Ja, Moment. Gut gesehen, nice. können wir hier irgendwas sehen? Auf das Hafengelände oder so? Wow! Paddy down. Boy! Ja, check, das war das MG, ne? Was geschossen. Hat der Yogi auf mich gewartet? Schön. Wenn du Hilfe brauchst, sag sofort Bescheid. Nö, alles gut, aber. Sagst du, schaffst du kriegst mich wieder zusammengeflickt. Da war das MG direkt so zatatatatatat. Alles gut, Sascha? Ja, ja. Ich bin jetzt dabei, ihn zu verbinden und Versorgung. Echo 4 Kilo kommen. Okay, mach das gleich wie ich auch, wenn ich sehe, dass der Gruppenführer down ist. Stabil müsste im Moment wiederkommen. Ja, check. Wir klären jetzt noch zwei Gebäude, dann sind wir gleich da. Klatsch ihn einfach mal eine. Hast du jetzt eine geklatscht? Hab gar nichts gehört. Thank you.
Sascha, habt ihr die Lagerhalle schon geklärt? Positiv, da ist ein BMP drinne. Okay, perfekt, den sehen wir nämlich gerade. Und das weiße zweistöckige Haus mit den blauen Fenstern habt ihr auch geklärt? Da sind wir jetzt gerade drinne, ganz oben. Alles klar, dann kommen wir gleich zu euch. Wir sind jetzt, haben jetzt noch ein kleines Gebäude und dann kommen wir. Somit. Wir kommen rein. Check. Seid ihr oben? Positiv. Gleich in die rechte Tür rein. Wir sind da. Okay. Magst du mich einmal nähen? Ja, klar. Den Torso. Wie lange brauchst du noch für Paddy? Eigentlich nicht mehr lange. Aber er verliert die ganze Zeit Sauerstoff, obwohl sein Kopf überstreckt ist. Er hat keine Verstopfung. Hat er Puls? Ja, hat er. SpO 92, 116, dann kannst du ja eine kleine klatschen. Guten Morgen. Ja. So, warte, bleib noch mal liegen. Ich muss mal kurz meinen Pulsoxy wiederholen. So, ich gehe davon aus, die restlichen Pfeile wissen, dass wir da sind, deswegen können wir jetzt auch mal die Schallis abmachen. Kurzes Status-Update, nördliche Seite vom Compound sicher. Wir haben jetzt nur noch die zwei Lagerhallen. Und ja, genau. Beide MGs ausgeschaltet, Mörser steht vermutlich noch da. Ja, check. So. Hat einer von euch dann mal gedacht, auf den Kanal zu wechseln, um Kilo was zu melden? Negativ noch nicht. War gerade mit Häuserkampf beschäftigt. Und nicht damit, dich zusammenzuflicken. Kilo für Echo kommen. Kilo hört. Ja, ich war kurz ausgefallen, bin jetzt wieder da. Wir haben diverse Feindkontakte gehabt. Auch eine MG-Stellung wurde bereits ausgeschaltet. Komm. Ja, so verstanden. Machen Sie weiter. Wir haben auch Infos für Sie. Gerade ist ein britisches Landungsboot unterwegs, um den APC zu bergen. Die haben auch noch einen italienischen Kommandanten an Bord. Können Sie den nachher mittransportieren? Kommen? Ja, so verstanden, werden den italienischen Kollegen natürlich mit uns mitnehmen. Dann zum Treffen mit dem Helikopter, nehme ich an, komm. Ja, somit. Der Kommandant kommt mit dem Landungsboot an. Er ist noch mit seiner Lieferung dort drauf. Kommen. Naja, so verstanden. Wir erwarten die Gäste. Echo Ende. Ja, ne, also wir kriegen jetzt gleich Besuch. Die Briten kommen mit dem Landungsboot und holen das Fahrzeug ab, was wir gefunden haben. Und es kommt noch ein italienischer Kommandeur, der sich uns anschließt, den wir dann mitnehmen sollen. Ja, wir müssen aber noch die Lagerhalle klären, ne? Ja, dann geht ihr beide mal vor, wir geben euch Deckung. Check. Ja, ist rechts rum. Muss doch gleich der Mörser stehen.
Wir laufen jetzt mal andersrum in die Halle. Mörser bekämpft. Zieh per Infanterie in der ersten Lagerhalle, sowie in der zweiten. Sushdown. What the fuck? Wir warten noch mal kurz. Paddy, können wir gleich parallel das irgendwie machen? Ja, dann lass uns das jetzt eben machen. Danach versorgen wir Sasch. Oder wait. Warte, wir machen die erste Lagerhalle und dann schauen wir mal, was passiert. Bevor die Briten jetzt kommen noch und in nah unter Feuer geraten. Ja, dringt in die Lagerhalle mit Blend ein. Ja, check. Ernst? Justin down. Eigner, das bin ich. Okay. Dann zieht Justin die Lagerhalle, ich nehme Sasch mit rein. Fahrzeugaudio? Ja, auch gehört. Das könnte das Landungsboot sein. Oder auch nicht. Bin wieder fit? Oder bin wieder da? Die zweite Lagerhalle ist noch nicht geklärt, oder? Nee. Okay. Dann klärt ihr die Lagerhalle, ich kümmere mich in der Zeit um Sasch. Ich wollte gerade sagen, ich muss mich auch erstmal selber kurz. Ach so, okay. Dann kann mich vielleicht einer von euch noch einmal stitchen. Geht sofort los. Und da ist Fahrzeugaudio draußen. Weißt du was? Nee, habe ich nicht gesehen. Okay. Ich höre es nur rumfahren. Ich bin erstmal fertig mit Fahrt, ich mache Sicherung. Hast du mich noch genäht? Paddy, schrei mal, wenn die Tür da aufgeht. Alles klar. Habt ihr mich noch genäht gehabt? Ich nicht, nee. Okay, kann das einer von euch noch machen? Ja, ich komme gleich. Ja, lass Tom das machen, ich mache Sicherung. Alles klar. Fahrzeugaudio ist aus. Okay, Paddy, du bist soweit. Okay, danke. Ich müsste dann aber auch noch mal genäht werden. Bei Gelegenheit. Was soll das denn, dass du keinen Puls hast? Kriegt ihr es hin, beide Türen im Blick zu haben? Ja, ne? Ja, haben wir schon. Echo für Kilo kommen.
Er gehört kommen. Wie ist aktueller Status? Haben einen Mann down. Verschanzen uns gerade einer der Lagerhallen. Verstanden. Bereich ist also noch nicht gesichert. Kommen. Naja, so positiv. Wir haben auch gerade Fahrzeugaudio auf der Straße gehabt. Müssen dieses noch kontrollieren. Kommen. Verstanden. Landungsboot ist auf Standby. Wenn soweit alles sauber ist, können Sie das anfordern. Kann einer nehmen? Kommen. Ja, so verstanden. Komm. Komm. Kilo Ende. Ich behalte beide Türen so gut ich es kann im Blick. Einmal mich bandagieren und einmal mit denen. Ja. Weil ich gehe immer wieder auf. Alles gut. Das haben wir gleich. Yes. So, jetzt nicht den Bot hier und bandagieren. Und sich fragen, warum er nicht aufsteht. Passiert schon mal. Jo, bist durch. Wie weit ist Sasch? Ich lasse das Blut noch reinlaufen, dann kann ich ihn. Oder so. Oh, hi. Warte, bleib mal liegen. Viel zurück. Achtung, Schrittgeräusche draußen kommen, da lange. Na, ich kann hier durch den Spalt gucken bei mir. Ich sehe gar nichts. Auf meiner Seite von der Tür. So, du bist fertig. Ich bin jetzt eigentlich noch umgeschossen worden. Da war von den Leuten in der Lagerhalle wahrscheinlich. Ah. Oh ja, vor der Lagerhalle sind sie. Da siehst du sie vor der Tür. Dann gehen wir jetzt zwei links die Tür, zwei die andere Tür und gehen gleichzeitig raus. Okay, Tom und ich machen die im Süden. Dann Sasch, machen wir die im Norden. Ja. Warte noch kurz. Das ist aber ein größeres Kaliber. Lass uns mal links in den Raum hier. MG also wahrscheinlich neu bemannt. Da haben wir ein bisschen Deckung zumindest noch. Wir gehen mal in das kleine Haus, weil hier haben wir Fenster, da können wir mal kurz rausgucken. Ja, lasst euch nicht runterschießen. Alles klar, die laufen im Innenhof rum beim Mörser. Sasch, dann raus. Minus 1. Warte. Sasch wieder down. Checken jetzt den Innenhof ab. Richtung Nord. Minus 1. Da ist ein Fahrzeug. Fahrer tot. Infanterie ausgeschaltet. Ja, selber wieder verwundet. Sasch ebenfalls down. Ja, ich würde mit Tom gleich einmal noch die eine Lagerhalle clearen und dann sind wir erstmal so safe, was den Hafen angeht. Was, wenn da jetzt noch was kommt, dann ist das so. Alles klar. Geht Tom dann mal an die ganz rechte Tür aufstellen, links. Ich hab deinen Rücken. Okay, ich glaube, ich habe noch eine Blend, Eindringblend. Wo Blend? Ist aber nicht, die haben direkt wieder den Puls weggeschossen. Nee, haben sie nicht. Und wie sieht's draußen aus? Draußen in Hof soweit sauber, sind jetzt in der Lagerhalle.
Tom down, in der zweiten Lagerhalle, drei Feinde noch. Ja, halt den Kopf runter. Halt den Kopf unten, ich komm gleich, sobald Sasch wieder wach ist. Jack, kommt am besten durch die nordöstliche Tür vom Gebäude. Den hat er gar nicht gebraucht. Kurva Matsch. Beeilt euch bitte. Na, ich muss den Blutdruck von dem Boy gerade mal hochdrücken. Minus 1. Sascha wieder da, wir kommen dir jetzt helfen. 4 ist zurück. Pass auf, da waren gerade 3, 4 Stück. Naja, die haben die weggeschlossen. Hab Tom zurückgezogen. Wo sind die jetzt genau, die Feinde? Meine C-Tab-Markierung nördlich von mir, in der Lagerhalle. Konnte aber schon 3 ausschalten. Sasch, verbinde mich nochmal an Stitcher mal eben. Ich bin wieder aufgegangen. Ja. Okay, Lagerhalle fast sauber. Ich habe jetzt hier noch einen Raum, wo einer drin ist. Okay, gefechtsbereit. Alles klar, wir kommen jetzt an die Lagerhalle ran. Ja, check. Ich sehe euch auf C-Tab. Gucken, ob wir noch einen Hinteneingang finden. Ja, nordöstlich von der Lagerhalle. Genau vor euch jetzt ist ein Eingang. Achtung, wenn ihr reinkommt, ich stehe genau gegenüber. Bring einen, 3, 2, 1. Kann gar nicht ausmachen, wer das kommt. Okay, ich seh's. Wenn ihr reinkommt. Okay, bekämpft. Sehr schön. Achtung, ich bin links. Aua, ich brauche Versorgung. Mal einen Rundumblick hier. Alles gleich. Was ein gebrochenes Bein, mein Junge. Ja, habe ich gemerkt. Ein bisschen gerumpelt. Ich brauche noch mal einen zum Clearen hier von dem einen Raum. Dann sind wir safe, was das Gebäude angeht. Geht gerade nicht. Ja, mach erstmal Tourniquet dran. Das können wir später machen. Nein, 5 Sekunden, dann ist er komplett fertig. So, gefechtsbereit. Nur gleich Blut müsstest du nochmal bekommen. Achtung, die Tür links von euch jetzt. Ich deck die Eingangstür hier neben mir. Sasch, trink nochmal mit Blend ein. Blend ist einsatzbereit. Öffne Türen. 3, 2, 1. Zwei down. Nice. Kann einer die Ausgangstür übernehmen? Dann verrat sich Tom. Hab die Tür im Blick. Ich die Halle. Wir kriegen Besuch. Da war noch eine Tür, die haben wir übersehen. Das war scheiße. Da ist sogar noch eine zweite Tür. Liegen bleiben oder kurz stehen bleiben. Ah, du bist gehebt worden von der Zeus. Nice. Ja, Paddy, Lagerhalle ist nicht clear. Vorne sehe ich noch eine Waffe in dem Raum. Paddy, wir haben hier bei mir in der Halle haben wir noch einen. Ja, geh vor, ich folge dir. Jack, wir bleiben hier, sichern die Ausgangstür. Bleib du mal hier, Tom. Ist down. Weil hier ist auch noch eine Ausgangstür. Ich will trotzdem noch mal einmal kurz hier die beiden Räume durchchecken.
Oh, jetzt schon sicher. Oh, du stehst ja hier. Okay. Komm mal her, ich geb dir mal Blut. Ja, Moment, lass mir eben Blut anhängen. Dann müssen wir eben den Hafen sichern, damit die Briten landen können. Achso, das geht ja nur noch über die Brust jetzt, ne? Ja, genau. Fahrzeug Audio Ost. Das ist, glaube ich, der Wagen, wo du den Fahrer rausgeschossen hast. Der läuft noch. Da fährt noch 5 Sekunden. Den Fahrer rausgeschossen. Du bist gefechtsbereit. Die Briten, ja, kommen jetzt auch. Die Briten kommen nur per Boot, oder? Ja. Ja, dann kriegen wir Besuch. Na, jetzt höre ich es auch. Ist jetzt genau auf der nördlichen Straße von uns. Komm rein, 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 rein. Komm rein, rein, rein. Fahr wieder down, wir kriegen einen Beschuss. Jack, Tom, bleib du mal da. Ja, aber. Ich guck mal, ob man hier aus den Fenstern schießen kann. So, jetzt kommt wieder auf mein Leben klar. Jack, da kommen Feinde runter aus dem Nord. Mein Smoke, ich versuche da mal Sasch zu decken und reinzuziehen. Ja, brauchen die Scheißbüchen denn? Die kommen nicht, solange der Hafen nicht gesichert ist. Ah, cool, was wir uns unterstützen. Achtung mit den Fenstern, Paddy. Okay, ist Sasch wieder wach. Hier wieder da. Kurz warten. Eine Sau habe ich. Wo sind die denn? Die sind da oben auf dem Berg bei Richtung Nord raus, Nordost. Ach, diese Kante da hoch. Ja, positiv. Einen zweiten habe ich. Gleich kommt hier einer zur Tür Justin rein. Justin down. Nee, ich bin down. Sorry. Hab einen auf der Straße. Sasso. Wie viele sollten das noch sein? Wenn ich wüsste, was es für ein Fahrzeug wäre, könnte ich dir sagen. Das war ein Jeep. Dann vermute ich mal, dass hier vielleicht noch einer ist. Ja, kommt mal einer mit mir mit. Wir gehen mal außen um die Halle rum. Jack, da draußen ist noch einer. Ja, Sasch, komm mal mit. Wird gerade zugemacht, kann gerade kurz weg. Kilo, komm. Jetzt. Standby. Echo hört, komm. Wie ist Ihr Fortschritt aktuell, Kamen? Wir sind gerade dabei, nachträglich angerückte Verstärkung des Feindes auszuschalten, komm. Ja, so verstanden. Wie lange brauchen Sie noch ungefähr? Geben uns auf 5 Mike. Fünf Minuten haben selber wieder einen Mann down, komm. Kilo so mit Heli und Landungsboot sind auf Standby, kommen. Frage, können uns die Briten nicht unterstützen, komm? Negativ, die haben leider nur ein
Landungsproben mit einem Fahrer, das war eigentlich eine Transferfahrt, die wir ausgekoppelt haben, die haben leider keine Mannstärke. Kommen? Naja, so verstanden. Komm. Kilo Erde. Ja, Sasch ist wieder down. Und die Briten können uns nicht helfen, weil das nur eine Fährfahrt ist und die haben nur einen Fahrer da drauf. Okay, Lex. Dann bitte ein Massage versorgen. Ja. Der Boy hier vorne gerade, das muss ja der gewesen sein, der Sasch gerade weggeballert hat, oder? Ja, glaub schon. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte das jetzt auch gewesen sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Paddy, Tom ist noch da, sonst nimm dir Tom. Naja, ich wollte gar nicht so weit rausgehen. Wir warten jetzt, bis Sasch wieder wach ist, oder sieht er sehr schlimm aus? Ja, sollte gleich da sein. Moment. Ich habe die Option, grabe ein Grab für den Leichnam. Vielleicht das war das gut. Vielleicht weil er schon so oft am Boden lag. Okay, muss die PR machen. So, wir sichern jetzt einmal hier rum. Ja. Gucken, ob noch was da ist. Komm und ich gehe jetzt einmal um die Lagerhalle herum, gucken, ob noch irgendwas da ist. Check. Paddy, für dich zur Info, ich habe draußen am Kai ein Motorboot aber gesehen. Vielleicht können wir uns das ja aneignen. Ja, kann man mal im Auge behalten. Tom und ich gucken jetzt mal den Hügel hoch, mal gucken, ob da noch was da ist. Echo for Nautilus. Do you hear me? Yes, Echo can hear you. We're holding short and the south coastline. Is it? Are you ready to land? Jeder beim Fahrzeug? Ja. Standby. Check. Yes, Aber is clear now. Copy that. We're arriving in 2 to 3 minutes. Copy. Okay, Tom und ich kommen jetzt wieder rein. Die Briten haben sich gerade gemeldet über Long Range. Die sind jetzt gleich da in 2 Minuten. Ich würde sagen, der Hafen ist sicher, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich finde, ich habe mich heute gut als Kugelfresser gemacht. So, dann kommt mal raus, dann sichern wir mal den Hafen draußen am Keilmauer und gucken, wo die Briten bleiben. Ich muss sagen, hier unterscheidet sich ein Gegner stark von den anderen. Das ist als PMC gekleidet mit einer modernen AK. Russische Flagge auf dem Arm. Es gab auch, die meisten haben nicht viel ausgehalten, aber es gab ein, zwei, da konntest du echt ein halbes Magazin drauf holen. Ja, da hat eine 3er Panzerweste an und ist halt Russe.
Die anderen sind irgendwas Ausländisches, anderes. Ah, die Russen, die kriegst du nicht tot. Die Russen mischen sich überall ein, wo es geht. Naja, verbünden sich mit dem Yes. Die Russen musst du, wenn sie tot sind, nochmal totschießen. Die MG-Stellung abbauen? Ja, bau die mal ab. Ist abgebaut. So, kommen die scheiß Briten jetzt, oder? Ja, 2-3 Minuten haben die gesagt, keine Ahnung. Echo for Nautilus, do you hear me? Yes, I hear you. We have visual contact with the harbor, we're coming from south. We're 1 minute. Copy. In einer Minute kommen wir jetzt Richtung Süden. Sollen wir denn da aufsitzen oder wie ist das? Na, der italienische Kommandant soll zu uns. Wir werden mit dem Helikopter später wieder raus, so wie ich das verstanden habe. Die wollen das Fahrzeug mitnehmen. Ah, jetzt verstehe ich das auch mit dem italienischen Kommandant. Oh, Digga, bist du dumm. Eins Yogi, weißt du? Italienischer Kommandant und ja, so. Ja, ja. Ich dachte gerade die ganze Zeit, hä, warte mal. Da kommen sie, da ist das Landungsboot. Operation Overlord hier. Sasch, geh mal dahin und weist dir mal an, wo das Fahrzeug steht. Ja. Yeah. Hört ihr gerade die Kirchenglocken? Ja. Der Henker kommt. Ja, jetzt. 12 Mittag. Der Italiener ist da. Direkt aus dem Vatikan, deswegen läuten die Glocken jetzt. Ich hoffe, er hat Pizza mitgebracht. Ja, wenn er aus Neapel kommt, ne? Sasch, wie sieht's aus? Hat er das Fahrzeug gefunden? Ich habe gerade mit der Spaghetti-Fressersau gesprochen und gehe jetzt das Dings abholen. Alles klärchen. Treffen sich ein Deutscher, ein Italiener oder ein Engländer an einem Hafen. Klingt an wie so ein guter Witz. Kilo für Echo kommen. Kilo hört. Hafen ist gesichert, die Briten sind gelandet und Fahrzeug wird denen gerade mitgeteilt, wo sie es abholen können. Kontakt zum italienischen Commander wurde aufgenommen, kommen.
so verstanden. Da kommen Briten auf uns zugelaufen, soll ich sie erschießen? Ja, suchen uns gleich die Position, um Helikopter anzufordern. Ende mit Kilo. Kannst dich ja in Englisch mal mit denen unterhalten. Das musste ich gerade tatsächlich auch machen, hier alles. Du! Ja, Digga. Kilo. Der so gut Englisch reden kann. Weißt du, was das Schöne ist? Ich kann mich dumm stellen, aber... Also, das Schöne an schlauen Menschen ist, die können sich dumm stellen, aber... Dumme können sich nicht schlau stellen. Zum Thema Dummstellen. Justin Turm sucht uns mal eine schöne Landezone für den Helikopter, der uns gleich abholen kann. Turm! Jo, Jack! Ich vertraue dir. Paddy. Hört dich? Der italienische Kommandant und die Briten haben das hier im Griff. Soll ich mich euch wieder anschließen? Ja, wenn die das im Griff haben und dich nicht mehr brauchen, kommst du wieder zu uns. Somit. Ich hab das Gefühl, das sind Spielkinder, die Briten. Oh, sind sie auch. Die Frage, was die Briten mit BTR wollen, aber okay. Geheime Waffentechnologie. Keine Ahnung. BTR, Digga. Keine Ahnung. Ins Museum stellen. Ins Museum stellen wollen sie es. Ja, genau. Wir haben für die Queen, für die British Queen haben wir jetzt einfach irgend so ein scheiß BMP gezockt und unser Leben riskiert. Welche Queen? Die ist doch schon unter der Erde. Ja, dann mache ich eben eine neue. Du machst eine neue? Ich hab mal Landungszone eingezeichnet. Ja, jetzt nehmen wir nochmal das richtige Symbol. Okay, ich vertraue dir doch nicht. Warum? Weil es Venezia heißt? Nee, weil das da oben so gar nicht gesichert ist. Also, das ist aber A, PZ und B, wie Justin gut einwirft, das ist nicht gesichert. Ey, der haut ab, der scheiß Italiener. Dann wollte er nicht mit uns mitkommen. Ja, er ist stehen geblieben. Oh, er wendet. Wenden in drei Zügen. Er hebt das Gewehr. Hat er gut gemacht. Ja, hat er gut gemacht. So Leute, Zeit im Uhrzeiger, hab erhalten. Auf geht's, ab im Bett. Tom, was hältst du davon, wenn wir uns so hier eine Landezone suchen? Da sind wir ungefähr dran vorbeigekommen. Oder hier. Da kennen wir das ja schon mal. Ich bin gerade am Anzeichnen. Hier Kilo kurz, stand bei. Also, einfach ein Gemälde gerade am Malen. Wie kann das so? Live vor sich so. Der macht auch so ganz viele Einzelstriche, damit das so ganz, ganz schön wird. Ich muss die Farben mischen. Oh nein, dieser Gelbton, der gefällt mir nicht. Okay, so, sind wir jetzt faul? Nehmen wir jetzt einfach hier die Fahrzeuge und fahren damit zurück? Ja. Ja, komm, machen wir. Aber das mit dem MG. Ich glaube, da kann man nur zu dritt drin fahren. Müssen wir uns aufteilen. Okay. Zwei nehmen ein Fahrzeug und die anderen zwei nehmen jeweils einen Quad mit. Ich fahr's Quad. Du blöde. Dann fahr ich das andere. Wollt ihr den nicht erst mit der Waffe nehmen?
Na egal. Dann, weil Tom bei dir mit drin sitzt, muss er natürlich vorfahren. Ja, ich bin Fahrer. Sag mir, wo lang. Okay, dann mal hier aus dem Gelände raus und... Richtung Westen? Richtung Westen! So wie wir gekommen sind. Geht's, wo folgt? Boah, Quadfahren ist schon geil. Moin, ich muss mal kurz Kilo antworten, die wollte irgendwas. Echo hören? Jetzt nicht den Kommandeur, der soll ja wohl auch beim Fahren, oder nicht? Jungs, bleibt mal hier, der Kommandeur ist noch da. Was? Der steht gerade neben mir. Dann soll er bei dir mitfahren. Hey, I cannot predict me. Never forget my friend. Okay. Okay, ja. Alles klar, dann, auf geht's! Kilo für Echo. Okay, Echo auf Quads fühle ich irgendwie. Ja, Mann. Sind jetzt auf dem Weg zur Landezone, die wir eingezeichnet haben, Venezia. Sagt er uns jetzt im Auto. Helikopter kann uns da abholen. Ich kann auch trotzdem mit dir fühlen. Helikopter ist auf dem Weg. Ja, das. Erreicht. Hey, sind Sie der italienische Kommandant? Er spricht nur Englisch, du Idiot. Okay, my friend, we're here, we're waiting here for a helicopter. Ich habe extra einen italienischen Satz übersetzt, den ich gerade sagen wollte. Wo landet der denn? Nicht bei Gaia, der Keck. Da sind. Oh. Ist er jetzt da hinten gelandet oder was? Nicht sein Ernst. Obwohl, ich glaube, er kommt gerade. Ja, der kommt. Mach mal das Feld frei, dass er da irgendwo Platz hat. Ich meine, Yogi fliegt, ne? Alle weg, alle weg. Digga, also fliegen muss der nochmal üben, der Typ. Auch gut, eine Landezone mit weißem Rauch zu markieren. Ich will nicht sagen, der italienische Pascha. Der sind ganz schön breitbeinig da. Der reitet den Bock. Der heißt Lukas Schaffner. Ja, der ist ausgewandert bestimmt. Ja. Der Aussitz oder was? Ja, komm mit das, komm mit das. Drei Sitz. Ein Sitz. Zwei Sitz. Da fehlt noch der italienische Kommandant. Wo ist der denn? Der sitzt. Echo ist voll. Echo ist vollständig. Mit Paket. Ist unser Kommandant da? Ja, er sitzt auf Platz E. Ja, der sitzt irgendwo auch im Fu. Wunderbar. Take off. Ich sehe den Burschen nämlich nicht. Hey, yo, Yogi. Yo, yo. Was geht? Vero, che tu abbia avuto un buon volo.
Das war eine richtige Artikulation. Ja, Junge, Italienisch ist halt so, ja. Ist halt so, Aber hast du verstanden, was ich gesagt habe? Mehr oder weniger. Ich habe den ersten Part nicht ganz gehört wegen den Rotoren gerade, aber sonst mehr oder weniger, ja. Es war einfach nur, ich hoffe, sie hatten einen guten Flug. Aber naja, sie hatten... Das hab ich mir schon fast gedacht. Aber wir fliegen doch gerade. Ja, ich wollte das eigentlich vorhin machen, als er ankam. Ach so. Nur halt als fahren oder was auch immer. Oh, sag mal. Boy. Ich hab Angst. Der Boden. Alter. Der Boden. Das war schon Tipperino. Da scheint sie den Schwanz ein. Alter, Yogi. Da muss ja ein bisschen ja, Nervenkitzel dabei sein. Wolltest du einmal dippen oder was? Ja. Oh boy, mach das doch nicht. Mach doch nicht diese. Tom, ich brauche was, um mich festzuhalten. Da vorne allein habe ich Angst bei den Piloten. Das ist immerhin dein Gefühl. Meinst du nicht, dass der Helikopter im Gesamten hochgeht? Darum geht's nicht. Ich will nur nicht alleine sterben. Sehr gut. Wenn sie ist, können wir raus. Richtig, wenn was ist, können wir jetzt einfach rauskullern. Nee, nicht. Das ist unsere Notfallluke, Yogi, die kannst du nicht zumachen. Wenn es katastrophal schief geht, müssen wir da raus. Ich vermisse die Zeit mit dem Fallschirm abspringen irgendwie. Das war nochmal ein Highlight. Ich hab schon mal bei Lima angefragt, da geht's gar nicht so richtig weiter mit Fallschirmsprung. Vielleicht dauert noch ein bisschen. Aber ich würde es auch wieder feiern, mal zu machen. Ist das Limit planen? Ja. Der kann ja ein bisschen rollen mit dem Ding. Ich will rauf. Ja. Auf die Minute. Stimmt. Ja, den Brief machen oder im TS? Ja, im TS. Machen wir im TS. Gut, dann koordiniert es auch. Alles klar, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.